Hallo und herzlich willkommen zum Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man sich eigene Balkonkraftwerkanlage baut mit Blue Yeti zusammen. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Herzlich willkommen wieder zurück. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer Powerstation Blue Yeti AC200 Max mit 2048 Wattstunden und den Zusatz Akku-Pack von Blue Yeti B300 mit 3072 Wattstunden, wie man sich eine Balkonkraftwerkanlage selber bauen kann. Ich werde euch jetzt kurz zeigen. Man kann diese Zusatzakku mit bis zu 200 Watt Solar aufladen. Auf jeden Fall finde ich hier eine sehr gute Möglichkeit, sich ein Balkonkraftwerk selber zu bauen. Wie ihr sehen könnt hier sehe ich beide Akkus, also die Powerstation ist auf 100%, der Zusatzakku ist auf 69%. Ich habe jetzt die Solartasche eingesteckt und dieses Zusatzakku wird quasi aufgeladen. Ich finde mit dieser Blue Yeti AC200 Max und der B300 kann man sich ein super gutes Balkonkraftwerk in Verbindung mit Solartaschen aufbauen. Über 5000 Wattstunden, also 5,1 Kilowatt. Im Durchschnitt braucht eine vierköpfige Familie zwischen 3 und 5 Kilowatt am Tag für alles, kochen alles, also wirklich für alles. Das heißt, man ist mit dieser Lösung autark für 1 bis 2 Tage, wenn man sparsam ist und wenn die Sonne scheint, dann kann man wieder nachtanken. Auf jeden Fall finde ich das hier eine sehr gute Möglichkeit, sich weiterzuhelfen. Da wir in der Energiewende sind, wir setzen alles um auf grüne Energie. Finde ich auch gut, aber ich denke mal, die Energie wird uns knapp. Und ich vermute, dass es zum Jahresende vielleicht auch zu Stromausfälle kommen könnte. Deswegen ist meine Sicht ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir so eine Powerstation haben und die Möglichkeit, ein wenig autark zu sein, vielleicht 1-2 Tage, um zu überbrücken, kann man sich damit auch Geld sparen. Wenn man schon die Powerstation hat oder diesen Zusatzakku, dann finde ich das sowieso schade, wenn es nur rumsteht. Dann kann man quasi ohne Probleme das so einsetzen und man kann sich einen Balkonkraftwerk aufbauen mit Solartaschen, zum Beispiel von Blue Yeti. Ich habe hier eingesteckt in die B300, die PV120, also da lade ich jetzt momentan mit 120 Watt. Man kann es hier erkennen, es lädt. 5 Punkte ist hier auf 100%. Jetzt ist DC an, jetzt ist DC aus, hier kann ich sie ausschalten und einschalten. Und was ich hier gut finde, die leuchtet hier richtig schön grün, so wie hier bei der großen Blue Yeti. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man sich quasi aus der Blue Yeti AC200 Max und B300 Zusatzakku, wie man sich ein Balkonkraftwerk macht. Hier habe ich zum Beispiel meine Solartasche mit 120 Watt an die B300 angeschlossen und die andere Solartasche ist hier angeschlossen auf der Blue Yeti AC200 Max. So, jetzt zeige ich euch, was wir jetzt benötigen, um dieses Balkonkraftwerk in Verbindung mit Blue Yeti AC200 Max und B300 vorzunehmen. Hier seht ihr eine Mikroinverter. Ich benutze so eine Wifi-Steckdose. Dann habe ich so einen Stecker, wo ihr sehen könnt, was wir einspeisen. Dann benötigen wir so ein Kabel speziell, den gibt es bei Blue Yeti zu bestellen. Und ich habe diese Mikroinverter abgesichert mit
deine Sicherung und achtet auf die Kabel, dass die je kürzer sind, desto besser. Also da müsst ihr auf den Querschnitt gut achten. Und wenn ihr unsicher seid, benutzt den Querschnittrechner im Internet, was für Kabel ihr braucht. Jetzt werden wir das zusammen anschließen, zusammenstecken und versuchen einzuspeisen. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich meinen Mikroinverter mit Plus und Minus angeschlossen. Jetzt schließen wir dieses spezielle Kabel an den 30 Ampere Anschluss vom Blue Yeti. Und es ist einmalig. Also ich kenne keine andere Powerstation, die das kann. Man kann es nicht falsch rum anschließen. Ich finde das hier eine Top-Lösung. Ich schraube es jetzt rein fest. So, und jetzt nehme ich das Kabel mit dem T60 und stecke es auf das andere T60-Stück an. Und somit habe ich quasi mein Mikroinverter verbunden. Und der ist jetzt verbunden mit der Blue Yeti AC200. Um euch das bildlich besser darzustellen, jetzt benutze ich diese Steckdose. Da sieht man das Einspeisen, also beziehungsweise den Wert, was wir einspeisen. Hier gehen wir nochmal raus und sagen DC einschalten. Jetzt ist ein DC-Port an und jetzt stecken wir den Mikroinverter einfach in die Steckdose ein, in die Einspeisesteckdose. Und wie ihr sehen könnt, der versucht sich jetzt gerade zu synchronisieren. Und sobald er sich synchronisiert hat, wir sehen können, 21 Watt speisen wir jetzt schon ein. Im Prinzip sehr einfach. Also das kann fast jeder machen. Und bei diesem Mikroinverter, der ist verstellbar, netzgekoppelt, da können wir quasi den Einspeisewert einstellen. Zum Beispiel jetzt, wenn ihr eine Grundlast habt von 100 Watt, dann stellt ihr dort 100 Watt ein oder 110. Und nach 2, 3 Sekunden zeigt er den Wert ein, was ihr eingestellt habt. Also da könnt ihr ziemlich genau einstellen. Wie ihr sehen könnt, hier sind wir gerade bei knappe 60 Watt. Also man kann es ziemlich genau einstellen. Ich finde das hier eine Top-Lösung. Ich drehe es jetzt ein bisschen höher. Jetzt bin ich auf 100 Watt. Und wie gesagt, dieser Anschluss bei der Blue Yeti ist einzigartig, 30 Ampere, also da können wir richtig viel einspeisen. Andere Hersteller sind mir nicht bekannt, die 30 Ampere haben, aber kann sein, dass ich nicht gut informiert bin. Aber das hier finde ich bei Blue Yeti top und ich finde, die Firma Blue Yeti geht da einen richtigen Weg, was viele andere nicht machen, finde ich top. Und noch einmal, achtet bitte auf die Kabel, auf den Querschnitt. Schaut, dass die Kabel nicht zu lang sind wegen Wärme. Je kürzer, desto besser. Benutzt noch einmal den Querschnittrechner im Internet, um die Kabelquerschnitte auszurechnen. Lieber etwas dicker wie zu dünn, weil da fließt wirklich viel Strom. Wie ihr sehen könnt, jetzt sind wir bei 151 Watt. Speisen wir ein und quasi meine komplette Grundlast ist jetzt momentan abgedeckt und ungefähr 175 ziehe ich aus der Blue Yeti aus, also ca. 25 Watt habe ich Wertverlust, quasi den internen Verlust von dem Wechselrichter. Aber ich finde das hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man seine Grundlast auch nachts oder tagsüber auch einspeisen kann. Für alle von euch, die keine Balkonkraftwerkanlage haben, können sich mit Sachen von Blue Yeti, zum Beispiel jetzt hier, das sind 5,1 Kilowatt, was wir haben, einfach einspeisen. Also finde ich Top-Möglichkeit. Ich werde euch nachher kurz Bild einblenden. Und zwar, es geht hier um diese Wi-Fi-Steckdose von einem Hersteller. Ich kann euch nachher in der Videobeschreibung das auch einblenden oder Link setzen. Und zwar sind diese Steckdose ist einfach, man kann sich Sachen programmieren. Man kann sagen, zum Beispiel ab 21 Uhr einspeisen, um 7 Uhr morgens wieder ausschalten. Dann geht es quasi halbautomatisch einspeisen von diesen Mikroinverter halbautomatisch zu. Finde ich eine sehr gute Möglichkeit, um einfach ein bisschen
automatisiert einen Balkonkraftwerk vorzunehmen mit Einspeisung, mit diesem Mikroinverter oder mit einem anderen Inverter. Ich finde die Lösung mit Bluetti, mit der AC200, B300 und mit PV-Taschen von Bluetti eine Top-Möglichkeit, die Sachen zu nutzen, Balkonkraftwerk zu machen. Wie ihr das jetzt im Video sehen könnt, im Prinzip ist es sehr, sehr einfach, sich so ein Balkonkraftwerk mit Geräten von Bluetti zu bauen. Im Prinzip, man hat alles, wenn man die AC200 Max oder eine andere Powerstation von Bluetti hat. In meinem Fall geht es jetzt um die AC200 Max und die B300, dieses Zusatzakku. Man kann hier mit zwei B300 Akkus über 8 kW an Speicher haben. Und wenn man diese große Solartaschen von Bluetti benutzt, ich habe jetzt eine 350 Watt und eine PV 120 Watt, aber Bluetti hat, glaube ich, sogar eine mit 450 Watt, kann man im Prinzip einfach ein eigenes Balkonkraftwerk bauen. Und der Vorteil von diesem Balkonkraftwerk ist jetzt, man kann diese Zusatzakku, wenn man irgendwo mal sagt, okay, man hat ein Camper, Wohnmobil, man nimmt sich diesen Zusatzakku einfach mit und die Powerstation kann man vielleicht zu Hause lassen für die eventuell Nachteinspeisung oder um Strom zu speichern, Sonnenenergie abzuspeichern, wo man wieder zurückkommt, man kann es wieder anschließen, aufladen und weiter ganz normal für Balkonspeicher quasi zu benutzen. Und nachts kann man draus einspeisen ins Hausnetz und für eventuelle Stromausfälle ist man sehr gut bewappnet. Ich finde diese Möglichkeit mit der Firma Bluetti toll. Die kann ich euch weiterempfehlen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Balkonkraftwerk, schreibt einfach in die Kommentare eure Fragen. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Ihr müsst wissen, es gibt auch andere Mikroinverter, die noch mehr einspeisen können. Der kann hier bis knappe 300 Watt einspeisen oder sogar ein bisschen mehr, je nachdem, was für ein ihr nimmt. Auf jeden Fall, es gibt Mikroinverter, die können auch mehr einspeisen, 500, 600 Watt, also das Höchste, was in Deutschland zulässig ist als Balkonkraftwerk, ist 600 Watt. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst so ein Balkonkraftwerk anmelden. Wenn ihr das als Inselanlage benutzt, dann quasi benutzt ihr das über die Powerstation, dann ist das was anderes. Aber tut euch bitte gut informieren. Lasst einen Kommentar da, wie hat euch das Video gefallen, wie hat euch die Idee gefallen. Und wenn jemand sowas macht, wie sind seine Erfahrungen? Meine sind sehr positiv und ich kann euch die Firma Bluetti wirklich empfehlen. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem das mit diesem Zusatzakku, was Bluetti macht, ist einmalig. Das machen, glaube ich, kein anderer Hersteller. Man braucht quasi die Powerstation nicht, um den Zusatzakku zu benutzen. Habt ihr gesehen, ich habe dort 12 Volt Anschluss, ich habe USB-C Anschluss mit 100 Watt und den kann ich quasi, diesen Zusatzakku kann ich ganz normal im Camper oder im Garten, egal wo, kann ich ganz normal benutzen ohne meine Powerstation. Das finde ich top. Ich möchte mich fürs Schauen bedanken bei der Firma Bluetti für die zur Verfügungstellung dieses AC200 Max Powerstation und den Zusatzakku B300. Und ich bedanke mich nochmal euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mich nicht abonniert habt, um das nächste Video mit Balkonkraftwerk nicht zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute, euer Toni. Ciao.